Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz. Es ist Mittwoch, der 25. März 2020, 13 Uhr. Themenschwerpunkt Corona-Krise und Corona-Folgenbewältigung. Zunächst einen Überblick über die aktuelle Lage hier in Augsburg. Wir haben in Augsburg im aktuellen Stand insgesamt 90 Fälle an infizierten Personen. Das sind 15 Personen mehr als gestern oder der zuletzt bekannt gegebenen Größenordnung. Das ist die höchste Steigerungsrate, seit wir diese Entwicklung berichten. Circa 10% der genannten 90 Fälle befinden sich in stationärer Behandlung, die anderen in häuslicher Quarantäne. Zwischenzeitlich ist es so, dass 5 Personen aus der häuslichen Isolierung entlassen werden konnten. Voraussetzung dafür ist, dass sie 14 Tage in stationärer häuslicher Isolierung waren und mindestens 48 Stunden symptomfrei sind. Wichtig ist mir an dieser Stelle darauf hinzuweisen, schon deswegen, weil ich es von vielen Seiten immer wieder höre, es ist nicht richtig, dass von schweren Symptomen nur ältere Menschen oder spezielle Risikogruppen betroffen sind. Es gibt auch schwere Verläufe bei jüngeren Personen, bei jungen Erwachsenen. Ganz aktuell ist zu berichten über eine neue oder aktuell aktivierte Struktur in organisatorischer Hinsicht. Ihnen ist bekannt, dass der Freistaat Bayern landesweit den Katastrophenfall ausgerufen hat. Das liegt jetzt bereits rund 2 Wochen zurück. Heute Nacht ist eine Allgemeinverfügung zugegangen vom Freistaat Bayern, die in Gesprächen in der Bayerischen Staatskanzlei, an denen ich vorgestern teilgenommen habe, auch vorbereitet worden ist. Diese Allgemeinverfügung ist ein umfassendes Werk, das sich befasst mit dem Notfallplan Corona-Pandemie, Allgemeinverfügung zur Bewältigung erheblicher Patientenzahlen in Krankenhäusern. Im Kern geht es darum, durch entsprechende Verfügungen die medizinische Versorgung nicht nur von Corona-Patienten, sondern insgesamt sicherzustellen. Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, dass es bei der Frage der Bewältigung der Corona-Krise in erster Linie darum geht, den drastischen Anstieg von stationär zu behandelnden Krankheitsfällen in die Länge zu ziehen, das heißt zeitlich zu verhindern, damit Spitzenbelastungen in unserem Gesundheitssystem vermieden werden. Ich habe mit Vorliegen dieser Allgemeinverfügung die Führungsgruppe Katastrophenschutz einberufen. Das ist ein Führungsgremium, das jetzt an die Stelle des bislang geführten Krisenstabs bei der Stadt Augsburg tritt. Es ist eine nach der Geschäftsanweisung der Stadt Augsburg im Katastrophenschutz vorgesehene Einrichtung eines festgefügten Stabes an Beteiligten mit Ergänzungsmöglichkeiten auch für fakultativ Beteiligte, um in Situationen eines Katastrophenfalls oder eines bevorstehenden Katastrophenfalls gut geplant und organisiert agieren zu können. Die Führungsgruppe Katastrophenschutz, abgekürzt FÜGK genannt, wird von mir geleitet. Beteiligt sind daneben Frau Bürgermeisterin Weber, Herr Ordnungsreferent Wurm, der in seinem Fachbereich auch für den Katastrophenschutz zuständig ist, der Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz, Herr Dr. Graber, der Stadtdirektor des Direktoriums 1, Herr Pinsch, eine Verbindungsperson, ein Beamter der Polizei,
ein Vertreter der Hauptabteilung Kommunikation und Vertreter des Universitätsklinikums Augsburg heute mit am Tisch, der Vorstandsvorsitzende Professor Bayer und im Weiteren Herr Professor Axel Heller, auf den ich im Einzelnen noch zu sprechen komme. Der Einsatz der VÜGK dient der Gefahrenabwehr und der Durchführung von Vorbereitungen auf eine erwartbare Gefährdungslage. Das Ziel, das uns aufgegeben ist, das wir mit dieser VÜGK auch bewältigen wollen, ist klar definiert durch die Allgemeinverfügung des Freistaats Bayern vom 24.03. Es geht darum, ein Konzept umzusetzen, das die medizinische Versorgung für Corona-Patienten, für Intensivpatienten, aber die medizinische Versorgung auch im Übrigen sicherstellt. Das Konzept ist zentral in der Struktur vorgegeben und beruht in der Umsetzung auf dezentralen Zuständigkeiten. Auf der Ebene der sogenannten Rettungszweckverbände, die seit langem eingerichtet sind, werden Maßnahmen umgesetzt. Der Rettungszweckverband Augsburg besteht aus den Verbandsmitgliedern der Stadt Augsburg, des Landkreises Augsburg, des Landkreises Eichach-Friedberg, des Landkreises Dillingen und des Landkreises Donauwörth. Alle Festlegungen, auf die ich jetzt zu sprechen komme, betreffen den gesamten Bereich dieses Rettungszweckverbandes. Das Ziel besteht darin, Managementstrukturen umzusetzen für Bettenkapazitäten, Managementstrukturen für Behandlungskapazitäten. Das Ziel besteht in einer übergeordneten Steuerung von Patientenströmen, in der Festlegung von Schwerpunktkrankenhäusern und in der Zusammenarbeit mit Koordinierungsgruppen, die sich aus Pandemiebeauftragten der jeweiligen Krankenhauseinrichtungen in den jeweiligen Verbandsbereichen zusammensetzen. Um diese fachlich anspruchsvolle Aufgabe umzusetzen, wurde durch die Allgemeinverfügung des Freistaats Bayern angeordnet, dass die Führungsgruppe Katastrophenschutz um einen ärztlichen Leiter ergänzt wird. Ärztlicher Leiter, Führungsgruppe Katastrophenschutz. Dieser ärztliche Leiter wird mit Funktionen nicht nur für eine Führungsgruppe im Katastrophenschutz der Stadt Augsburg oder eines Landkreises eingesetzt, sondern ist zuständig für alle Führungsgruppen Katastrophenschutz im Zweckverbandsgebiet, also im Gebiet der Stadt Augsburg und der vorhin bereits erwähnten Landkreise. Eingesetzt wird dieser ärztliche Leiter für die Führungsgruppe Katastrophenschutz durch den Zweckverbandsvorsitzenden für den Rettungszweckverband Augsburg. In meiner Funktion als Vorsitzender des Rettungszweckverbandes habe ich mit den anderen Verbandsmitgliedern und den politischen Spitzen bereits gestern und vorgestern Abklärungen dahingehend getroffen, mit welcher Person wir diese verantwortungsvolle Aufgabe besetzen wollen, beziehungsweise wem wir diese Aufgabe übertragen wollen. Mit den Landräten Martin Seiler, Dr. Klaus Metzger, Stefan Rössle, Leo Schrell und den weiteren Beteiligten wurde festgelegt, dass die fachliche Kompetenz in Richtung Universitätsklinikum Augsburg weist und diese fachliche Kompetenz zunächst zugeschnitten ist auf den dortigen ärztlichen Vorstand, den Vorstandsvorsitzenden Professor Werner Bayer, der aber in den Gesprächen mit allen Beteiligten auch klar zu erkennen gegeben hat, dass diese Aufgabe bestens zugeschnitten ist auf eine andere Fachlichkeit innerhalb des Universitätsklinikums und so eine gute Arbeitsteilung und Aufgabenwahrnehmung möglich ist. Als Zweckverbandsvorsitzender werde ich deswegen
in Abstimmung mit den anderen politischen Spitzen der Verbandsmitglieder Herrn Professor Dr. Axel Heller einsetzen als ärztlichen Leiter der VÜGK mit entsprechender Aufgabenstellung für alle Verbandsmitglieder. Herr Professor Heller ist Anästhesist am Universitätsklinikum Augsburg. Er ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin und seit Oktober 2019 Prodekan der neuen medizinischen Fakultät der Universität Augsburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind Monitoring und Frühwarnsysteme im Krankenhaus und Themen der Notfall- und Katastrophenmedizin. Herr Professor Axel Heller ist mir persönlich bekannt als eine engagierte Persönlichkeit mit einem hohen Maß an Erfahrung, gerade im Bereich des Katastrophenschutzes. Er ist Intensivmediziner, Notfallmediziner, auch mit Erfahrungen in der Hubschrauber-Einsatzrettung. Er hat langjährige Erfahrungen im BRK-Einsatzdienst Katastrophenschutz, war in führender Position eingesetzt bei der Bewältigung von 2 Flutkatastrophen in Dresden und hat in diesem Kontext auch das Land Sachsen beraten. Ich bin überzeugt davon, in Übereinstimmung mit meinen Kollegen aus den Landkreisen, dass wir mit dieser Person eine gute fachliche Beratung und eine kompetente Vertretung als ärztliche Leitung haben werden. Ihm obliegen jetzt die Aufgaben des Managements für Bettenkapazität, Behandlungskapazitäten, übergeordnete Steuerung von Patientenströmen aller Einrichtungen, und zwar auch für Einrichtungen, die zu den normalen Krankenhäusern hinzukommen und von der Allgemeinverfügung des Freistaats Bayern auch als zugänglich festgelegt werden. Er wird in Benehmen mit den beteiligten Schwerpunktkrankenhäusern festlegen, fachliche Weisungen gegenüber den VÜGKs ausführen und in seiner Kompetenz auch stadt- und landkreisbezogene Steuerungsverbünde zur Übernahme dieser Management- und Steuerungsfunktionen einrichten. Er ist zudem zuständig für die jeweiligen Koordinierungsgruppen auf Landkreisebene und die Pandemiebeauftragten. Seine Arbeit wird unterstützt durch die Neuetablierung eines IT-Programms, das bayernweit zum Einsatz kommt, und durch verschiedene andere Strukturen, die ihm zur Verfügung stehen. Er ist verortet und eingebettet in die VÜGK Augsburg und hat entsprechende Mitwirkung und Beteiligungsmöglichkeiten bei den anderen VÜGKs. In seiner Funktion obliegt er der Abstimmung mit übergeordneten Strukturen auf Bezirksebene, dem ärztlichen Bezirksbeauftragten, Leiter des Rettungsdienstes, und auf Landesebene dem Koordinator des Landesamtes für Gesundheit. Mit diesem Einsatz, den wir heute besprochen haben, werden entsprechende Strukturen auch an unseren Krankenhäusern umgesetzt, um die Kapazitäten für die medizinische Versorgung zu bewerkstelligen. Einige Aufgabenstellungen wurden heute bereits besprochen. Herr Professor Heller wird sich einen Überblick über die aktuelle Datenlage, Strukturen und so weiter verschaffen und vor allem auch darauf hinwirken, dass vergleichbare und gleichförmige Strukturen für Prozesse und Aufnahmebedingungen von Patienten im gesamten Gebiet des Rettungszweckverbandes hergestellt werden. In einem weiteren Punkt möchte ich über die Ausgangsbeschränkungen informieren und spezielle Themen in diesem Zusammenhang. Ausgangsbeschränkungen gelten umfassend. Zulässig ist nur der Weg zur Arbeit und von der Arbeit zurück, zum Arzt, zum Lebensmitteleinkauf oder zur Hilfe für andere. Das klarzustellen ist notwendig, weil viele noch nicht verstanden haben, dass mit diesen Ausgangsmöglichkeiten, die als Ausnahme bestehen, es nicht verbunden ist, dass man sich niederlässt.
Das Niederlassen ist nicht zulässig und wird auch vom Ordnungsdienst und von der Polizei aufgelöst. Ich weise deswegen darauf hin, weil wir in Erwartung schönen Wetters ansonsten bei der Umsetzung eine Intensivierung der Schwierigkeiten sehen werden oder bekommen werden. Also bitte nicht niederlassen. Es haben sich bei der Umsetzung der Ausgangsbeschränkung viele Detail- und Einzelfragen ergeben, die alle in der Lebenswirklichkeit einfach eine Bedeutung haben. Fragen, ob Umzüge stattfinden dürfen. Fragen, ob man hier oder dorthin gehen darf, dieses oder jenes erledigen darf. Hierzu hat die Stadt Augsburg auf der Infoseite augsburg.de/coronavirus eine Liste eingestellt mit häufig gestellten Fragen, FAQs, und den entsprechenden Fragen sind natürlich auch Antworten zugeordnet. Zum Beispiel geht es auch, und das erwähne ich auch wegen vielfacher Beschwerden, um die Frage des Einkaufens. Ist es zulässig, Lebensmittel einzukaufen? Ja. Ja, aber nur alleine. Das Ziel besteht darin, dass man möglichst wenig Personen auch in den Einkaufsgeschäften hat. Diejenigen, die Unterstützung brauchen beim Einkaufen, können natürlich jemanden dabei haben, aber die Empfehlung geht klar dahin, alleine oder allenfalls zu zweit. Je weniger Menschen sich im Supermarkt aufhalten, desto besser ist es. Ich möchte an dieser Stelle auch noch darauf hinweisen, dass beim Einkaufen auch Regeln gelten, die dann auch in den Supermärkten entsprechend erkennbar ausgehängt werden. Zum einen keine Gruppen. Das Einkaufen ist kein Ersatzsozialkontakt für die Menschen. Das Einkaufen ist ein Beschaffungsvorgang, nicht mehr und nicht weniger. Beim Einkaufen Abstand halten, mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen. Und es gilt auch weiterhin nur das Nötigste bzw. Notwendige einkaufen, möglichst kurz im Ladengeschäft aufhalten und auch keine Hamsterkäufe. Zum Einkaufen vielleicht noch der letzte Hinweis, weil auch hierzu viele Fragen eingegangen sind, ob die Wochenmärkte stattfinden. Nach unserem Informationsstand ja, soweit die Anbieter diese Wochenmärkte durchführen. Das sind Verkaufsstände für Lebensmittel im Freien und demgemäß auch zulässig, auch unter Einhaltung natürlich der Regeln, wie sie für die Supermärkte auch gelten. Das nächste Thema befasst sich mit der Stabilisierung unseres eigenen Systems als öffentliche Verwaltung. Trotz Corona-Krise werden wir die städtischen Dienstleistungen zur Verfügung stehen, soweit sie nicht aufgrund von Prioritätssetzungen eine andere Einordnung bekommen. Wir haben unseren Arbeitsmodus umgestellt. Innerhalb der letzten 3 Wochen haben wir rund 650 Arbeitsplätze ausgebracht. Das ist eine beachtliche Zahl. In den nächsten Tagen wird diese Zahl auf 930 Homeoffice-Arbeitsplätze ansteigen. Das heißt, die betreffenden Mitarbeiter haben über EDV den Zugriff auf die Unterlagen, auf Daten und können von zu Hause aus viele Verwaltungsvorgänge erledigen. Wir haben insgesamt 650 Personen in den letzten 3 Wochen ausgestattet mit den notwendigen Voraussetzungen für Videokonferenzen. Mein Arbeitsalltag besteht weit überwiegend aus Videokonferenzen mit Personen, die mit diesen Zugangsmöglichkeiten ausgestattet sind. Wir praktizieren das innerhalb der Stadtverwaltung zur Abstimmung intensiv und ich stelle fest, dass das Gleiche auch für meine Arbeitsfelder zur Anwendung kommt, die über Augsburg hinausgehen, sei es beim Bayerischen Städtetag, beim Deutschen Städtetag, mit einer Videokonferenz des Bundesministers Spahn in den letzten Tagen oder auch auf Ebene des Freistaats Bayern und der Regierung von Schwaben. Wir haben in diesen letzten 3 Wochen auch das Intranet der Stadt Augsburg für Mitarbeiter zu einer Informationsdrehscheibe ausgestattet, damit Handlungsfähigkeit mit guter Informationslage möglich ist. Ein letztes Thema möchte ich von meiner Seite heute ansprechen,
Das sind die Kommunalwahlen. Die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt haben die Wahl, genauer gesagt die Stichwahl, und die nicht in der Form, dass man zum Wahllokal geht, sondern dass Briefwahlunterlagen nach Hause geschickt werden. Jeder bekommt seine Briefwahlunterlagen nach Hause geschickt. Bis spätestens Freitag müssten die letzten Briefwahlunterlagen versandt sein. Die ganze Abwicklung ist zeitlich gedrängt, bis einschließlich Donnerstag. Dort werden die allermeisten ihre Briefwahlunterlagen bereits gehabt haben oder vorliegen haben. Bis einschließlich Donnerstag, den 26.03., können Sie Ihre ausgefüllten Briefwahlunterlagen in die Postkästen der Deutschen Post werfen. Bis dorthin auch schon bei den Bürgerbüros einwerfen bzw. abgeben. Und ab Donnerstag bitte die Briefwahlunterlagen nur noch an die entsprechenden Briefwahlkästen bei den Bürgerbüros in Krixhaber, in Hauenstetten, in Hochzoll, in Lechhausen, an der Blauen Kappe und zusätzlich noch vor dem Alten Rathaus in Göggingen. Die Briefwahlunterlagen können eingeworfen werden bis Sonntag 18 Uhr. Ich möchte Sie als amtierender Oberbürgermeister der Stadt Augsburg darum bitten, von Ihrem Briefwahlrecht Gebrauch zu machen. Es ist wichtig und gerade in diesen Zeiten besonders wichtig, und glauben Sie mir, ich kann das gut einschätzen, dass wir eine Stadtregierung haben, die ohne Einschränkung funktionsfähig ist und mit einem starken Mandat der Bürgerinnen und Bürger ausgestattet ist. Das ist für uns alle wichtig, auch für mich als Augsburger Bürger. Vielen Dank. Und jetzt bitte Fragen seitens der Medien. Wir haben Fragen von der Augsburger Allgemeinen zur Wahl. Ja. Von Herrn Hörmann. Wie hat man sich den Ablauf des Auszählungsprozesses vorzustellen? Wer sitzt wo mit wem zusammen? Ja, vielen Dank, Herr Hörmann, für diese Frage, die uns sehr intensiv beschäftigt hat und bei der wir immer wieder auch nachgeschärft haben. Ich möchte dazu sagen, dass wir bei der Durchführung der Kommunalwahl am 15. März zeitlich überholt worden sind von einer Verfügung und Veränderung nach der anderen und auch dort schon viele Strukturen vorgedacht haben, die heute aber für die Durchführung der Auszählung bei den Stichwahlen nicht mehr möglich wären. Die Auszählung der Stichwahl erfolgt in der Reichlichen Wirtschaftsschule. Rund 100 Klassenzimmer stehen zur Verfügung, dass dort in kleinen Teams die Auszählung vorgenommen werden kann. Die Teams bestehen aus 6 Personen, die aufgeteilt werden in 3er-Gruppen, die jeweils an weitestmöglich entfernter Stelle innerhalb der Klassenzimmer ihre Tische aufgestellt bekommen und bei denen sichergestellt ist, dass die Mindestabstände eingehalten werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Wahlhelfer, werden ausgestattet mit den entsprechenden Sicherheitsanforderungen bzw. Sicherheitsausstattungen, Mundschutz, Desinfektionsmittel und so weiter. Dadurch ist gewährleistet, dass alle Vorgaben eingehalten sind, wie sie vom Arbeitsschutz als notwendig erachtet werden, und darüber hinaus auch für diejenigen Lebensbereiche gelten, wie sie von Ausgangsbeschränkungen oder Arbeitsbeschränkungen bislang auch noch nicht eingeschränkt sind. Der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns wichtig. Deswegen kann es sein, dass das Auszählen der Stimmen auch etwas länger dauert. Wir werden darauf achten, dass die entsprechenden Abstände eingehalten sind und keine Gruppen gebildet werden. Das gilt auch für den Zugang der jeweiligen Teams oder Personen, die mithelfen, wie auch die Frage des Aufenthalts im Gebäude im Übrigen. Dann noch eine Nachfrage von Herrn Hörmann. Ist die Zahl der benötigten Wahlhelfer unabhängig vom Rücklauf der Briefwahl zu sehen? Die Zahl der Wahlhelfer ist zunächst einmal unter Zugrundelegung einer erwarteten Briefwahlbeteiligung gewählt worden.
Wenn die Briefwahlbeteiligung geringer ausfällt, dann haben die einzelnen Teams weniger Arbeit. Aber ich würde mir wünschen, dass viele sich an der Wahl beteiligen. Die, auch bei einer starken Briefwahlbeteiligung wird sich der Auszählvorgang auf rund 60 bis 90 Minuten beschränken. Und bei diesen Anforderungen ist das auch gut gestaltbar. Dann noch eine letzte Frage. Wann ist mit dem Ergebnis dann zu rechnen? Ich denke, dass die Ergebnisse aus der Auszählung der Briefwahlunterlagen circa 90 Minuten nach dem Schließen der Wahllokale vorliegen müssten, also circa 19.30 Uhr. Dann haben wir noch eine Frage zur Wahl von Digitalradio Augsburg von Frau van der Beek. Sie schreibt uns, wie können Menschen der Risikogruppen, die ihre Wohnungen nicht verlassen wollen, ihre Wahlunterlagen den Bürgerbüros zukommen lassen, wenn es nicht mehr per Post geht? Gibt es irgendwelche Abholdienste oder Nachbarschaftshilfen? Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist ja das Schwierige in dieser Zeit, dass es Ausgangsbeschränkungen gibt und gerade auch diejenigen, die Risikogruppen angehören, vielleicht das Haus auch nicht verlassen wollen, um die Briefwahlunterlagen einzuwerfen. Sie können sich informieren für eine Unterstützung, eine Nachbarschaftshilfe bei der Stadt Augsburg auf der Webseite augsburg.de/Nachbarschaftshilfe. Dort werden entsprechende Botendienste mit unterstützt oder direkt beim Freiwilligenzentrum der Stadt Augsburg. Ehrenamtliche übernehmen die Aufgabe der Verbringung von Wahlunterlagen vom Wähler zu den entsprechenden Briefkästen. Das Freiwilligenzentrum ist erreichbar unter der Telefonnummer 0821 450 4220. Dann gibt es eine Frage von der Augsburger Allgemeinen, auch vom Herrn Hörmann, zur Diagnosestelle Corona Drive-In. Er fragt, wie waren die Erfahrungen am ersten Tag, vielleicht auch mit der ein oder anderen Zahl hinterlegt? Ging es trotz des Andrangs koordiniert zu? Ich habe keinen exakten Informationsstand, nachdem ich eigentlich bis jetzt mit der FÜGK beschäftigt war. Ich habe gehört, dass die Abwicklung geordnet gelaufen sein soll, dass es insbesondere keinen Anstrom von irgendwelchen Personen gab, die nicht berechtigt sind, dort einen Abstrich zu bekommen. Es gibt mir Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass dort nur diejenigen getestet werden, die von ihrem Hausarzt oder vom Gesundheitsamt dorthin bestellt werden und eine entsprechende Zugangskennung in Form eines PINs haben. Über die Anzahl kann ich heute noch nichts sagen, da habe ich noch keine Informationen. Alles? Dann vielen Dank, gute Zeit.